Ich bin Sharon, bin 30 Jahre alt, bin gerade in Thailand, denn ich bin die Mitch Red. Ist sie kein Sonnenschein? Die neue Sharon ist unsere Bachelorette, unsere neue Bachelorette, und ich freue mich, diese Folge mit euch zu kommentieren. Sie ist echt derbe charakterstark mit Ecken und Kanten. Ich habe die Folge jetzt schon gesehen und ich werde sie jetzt nochmal mit euch kommentieren. Ich bin's, Tana, meine lieben Little YouTuber. Ich freue mich, dass ihr diese Folge mit mir guckt. Ja, und ansonsten glaube ich, bringe ich einfach mal ein bisschen Bums in die Bude. Ja, die wird auf jeden Fall ordentlich Bums in die Bude bringen. Und ich freue mich wirklich auf die und ihr werdet sie auch mögen. Was? Oha. Warum ich mit Ecken und Kanten gesagt habe? Deswegen. Diese Frau präsentiert sich mit Glatze. Sie hatte davor eine Perücke auf. Die wird nochmal erklären, warum sie dazu gekommen ist und warum sie eine Glatze hat. Aber dennoch sehr, sehr charakterstark. Ich liebe diese Frau jetzt schon. Falls du neu auf dem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen, einen Daumen nach oben und natürlich Kommentare. Und falls du natürlich die ganze Folge streamen möchtest, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com und da kannst du auch die ganze Folge streamen. Außerdem kannst du mir auch natürlich über Insta folgen. Ich habe nochmal einen Link unter meiner Beschreibung und da könnt ihr einfach drauf klicken und dann findet ihr auch meine Seite und folgt mir. Nicht vergessen. Und jetzt geht's los. Ich sah scheiße aus. Ich habe abgenommen. Ich habe viele Haare verloren. Ich hätte einfach viel früher sprechen müssen. Bevor es überhaupt mit dieser Folge losgeht, erzählt die Sharon, unsere neue Bachelorette, ja, dass sie Haare verloren hat. Aber wie jeder von uns hatte sie auch einen Tiefpunkt im Leben. Und das erläutert sie und sagt halt, dass sie eine Beziehung hatte, wo sie halt ganz große Probleme hatte. Wahrscheinlich war es auch eine richtige toxische Beziehung. Da kam sie irgendwie nicht raus. Sie hätte schon viel früher die Bachelorette sein können, in vorigen Folgen. Aber sie musste halt einiges in ihrem Leben aufräumen. Und ich glaube, sie bezieht das Ganze auf diesen Danny Liedtke. Der war ja auch in Thailand. Und der hatte ja auch einiges jetzt über Insta preisgegeben und hat irgendwie bei seiner Insta-Story geweint. Aber ich glaube, das liegt daran, dass sie mal zusammen waren und jetzt sich auseinandergelebt haben. Und gucken wir mal weiter, was sie noch zu sagen hat. Vor einigen Wochen habe ich mir meine Haare abrasieren lassen. Ich leide unter kreisrundem Haarausfall. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, dass nicht meine Haare bestimmen, sondern dass ich entscheide, wann komplett Ende ist. Was für eine krasse Einstellung diese Frau hat. Also die hat eiskalt aufgeräumt in ihrem Leben und sie entscheidet, wann sie ihre Haare abschneiden möchte, wann nicht. Und kreisrunden Haarausfall ist natürlich sehr, sehr ein großes Problem. Wir wissen, dass Haare für uns sehr, sehr wichtig ist, also gerade für die Frauen. Bei mir ist es auch so, also ich habe auch sehr viele Haare verloren. Ich hatte auch überlegt, eine Zeit lang zur Haartransplantation nach Istanbul zu gehen, aber habe mich noch nicht dafür entschieden, aber will es demnächst machen, weil ich auch extrem viel Haarverlust habe und auch kahle Stellen auf dem Kopf kriege und ich kann sie sehr gut nachvollziehen. Aber bei einer Frau ist es natürlich noch heftiger, ne? Also die kann zwar mit Perücken rumspielen, aber Haare sind für Frauen einfach so immens wichtig. Auch für Männer sind die wichtig, aber nicht so wie bei Frauen natürlich. Die Glatze hat mir eine Stärke zurückgegeben. Ich bin einfach wieder zurück. Ja, sie ist einfach zurück, sagt sie. Diese Glatze, die wir am Anfang ja gesehen haben, wo sie die Rosen in der Hand hatte, eine sehr starke Frau, hat ihr natürlich Stärke zurückgegeben. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und ich freue mich sehr für sie, weil ich glaube, Selbstliebe ist so das Wichtigste im Leben. Also bevor man irgendwie irgendwelche Päckchen auspacken möchte und bearbeiten möchte, sollte man erstmal versuchen, sich selbst zu lieben. Da müssen wir echt anfangen. Also davon kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. Jetzt kommen auch schon die ersten Männer ins Gespräch und die unterhalten sich am Tisch und guckt mal, was sie erzählen. Also ich finde es immer wieder lustig, muss ich sagen. Ja, was ist so euer Typ, Mann? So Haarfarbe-mäßig. Haarfarbe? Was würdet ihr sagen? Ich sag, die ist ja blond. Blond? Ja. Blond, 26. Hohe Schuhe, Kleid. Also wie jedes Jahr. Sag mal, geil. Was...
Ja, also ein Kleid sollte sie auf jeden Fall haben und dann so zwei Beine, ne? Und dann mitten im Gesicht eine Nase wie ich und vielleicht lange Haare. Hi. Hi, da ist er. Hi. Hi. Ich bin aber in Deutschland mit meiner Mama groß geworden. Ich bin auch. Hi. Gut. Ja, ich auch. Sie war oft auch alleinerziehend. Hallo. Hat jetzt einen wundervollen Mann an ihrer Seite, den ich über alles liebe. Sharon braucht einen Mann an ihrer Seite, an den sie sich anlehnen kann und bei dem sie sich auch fallen lassen kann und der sie auch auffängt. Sie hat noch erwähnt, dass sie halt in einer Patchwork-Family groß geworden ist. Das ist die Mama gewesen und das war nicht der leibliche Vater. Ja, der Vater ist, glaube ich, Jamaikaner und mit dem hat sie auch mittlerweile Kontakt. Aber wie gesagt, so eine ganz normale Patchwork-Family, wo sie groß geworden ist. Also die scheinen echt sehr, sehr glücklich zu sein, also wie die miteinander umgehen und wie sie reden. Ich bin Schauspielerin. Mir macht das Spaß, weil es ist für mich eigentlich keine Arbeit. Es ist einfach meine Passion. Ich kann auch sehr temperamentvoll sein. Ne? Balkontür laut zu und so bin ich dann. Trotzig, wie so ein Kind. Ich bin gerne leidenschaftlich. Und ich lasse mich gerne fallen und ich schmuse gerne und... Ja, ich habe auch gern Sex. Sie hat auch gern Sex. Wer nicht, ne? Mit der richtigen Person klappt es ziemlich gut. Aber sie ist offen und ehrlich und weiß ich nicht. Sie ist einfach toll. Wie findet ihr sie? Was ist so geil? Ich bin so bereit, mich zu verlieben. Und mein Bauchgefühl sagt mir, es wird passieren. Nicht nur dein Bauchgefühl, sondern ich habe es auch im Urin, glaube ich, dass du den richtigen Mann hier rausfischen wirst und glücklich rausgehen wirst, liebe Sharon. Alter. Oh nein, sie ist groß. Scheiße. Oh, ein frisches Kleid. Oh, guck, wie sie strahlt. Ey, Hammer. Hammer. Oh, sie ist super hübsch, guck mal. Ja, ja. Wir haben jetzt zwei pubertierende Männer, die das erste Mal eine Frau gesehen haben, glaube ich. Wie Voyeure, gucken sie aus dem Fenster. Aber findet ihr nicht, dass die Sharon richtig hübsch aussieht in dem Kleid? Wahnsinnig aus, wir haben schon im Auto wieder groß. Ich habe euch lachen hören. Ja. Nee, aber positiv. Ja, wir dachten, wann geht's los? Wann geht's los? Wann geht's los? Also alles gut. Endlich. Und? Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Es wird aufregend, glaube ich. Ne? Ja, der Florist, also der hat noch irgendwie Blumen mitgebracht und der freut sich richtig. Also er sieht echt aus, als hätte er Flitzekacke, ne? Also total hippelig und derbe aufgeregt. Endlich. Endlich. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Hi. Guten Abend. Ich bin Lukas. Hallo. Ja. Ich bin Sharon. Sharon. Mhm. Lukas. Ah, das ist der Lukas, ne? Wie der reinkommt, ne? Wie so ein Motherfucker. Also, ich find's so geil, wie der reinkommt. Aber er sieht aus wie ein Bad Boy. Aber auch ganz lieb, glaube ich. Ich bin gespannt. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, als würden sie sich irgendwie näher kommen. Aber die flirten schon deftig. Oh, aus welcher Stadt bist du, wenn ich fragen darf? Aus Köln. Köln, NRW. Ja. Und du? Ich bin Hamburger. Aber ich wollte tatsächlich immer nach NRW ziehen. Aber in Hamburg war ich auch schon mal. Und wie hat es dir gefallen in Hamburg? Oh, ganz gut, aber ich kenne mich nicht so aus. Ja. Aber jetzt kennst du doch den Lukas. Der wird dir alles zeigen. Also, Hamburger, wo seid ihr? Hier. Voll mein Style. Der hat eine coole Attitude. Wenn jetzt jeder so eine Wirkung auf mich hat, dann geht genau heute das Chaos hier oben schon los. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird so ein richtig Kopfgeficke, wenn man so viele Männer um sich herum hat. Das ist bei Dominika auch so gewesen. Er hat ja so viele Frauen um sich herum gehabt und ja, da weiß man gar nicht, wo man hingucken soll. Pure Aufmerksamkeit, weil im normalen Leben passiert das ja nicht so, ne? Dass irgendwie 1000 Frauen um dich herum stehen und bei dir ist es ja genauso. Also Hut ab, dass sie das gemeistert kriegt. Mein Arm ist ein bisschen schwitzig, ne, Männer? Bruder, kennst du das? Achterbahn, du fährst gerade nach oben. Ja, genau. So eine Spannung ist aber geil. Und ne? Auf einmal Achterbahn, so nach unten. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh, fresh. Mashallah, mein Hallo. Gott, krass. Krass, eigentlich ist krass. Ja, Mashallah, Digga. Ja, die sind auch beide richtig krass begeistert von der Sharon. Bevor ich es vergesse, ich habe eine ganz Kleinigkeit hier für dich. Muss ich in die Hose stecken. Das ist so ein Brief. Lies ihn nicht jetzt, sondern ganz entspannt, wenn du Zeit hast. Ne? Da sind ein paar Gedanken, die ich zusammengefasst habe. Würde mich freuen, wenn du den liest einfach. Das ist mega kannst sweet. Du einfach, ja. Gebe ich dir mal so, ne? Ich habe dir mal jetzt einen Brief mitgebracht, ne? Und da ist meine Adresse drin, meine Telefonnummer. Dreimal habe ich sie aufgeschrieben, meine E-Mail-Adresse, ne? Hey, ich bin Umut. Nochmal? Umut. Umut? Hi. Na? Ich bin alles Sharon. Gut? Aus welchem Land kommst du? Ich bin deutsch-jamaikanisch. Geil. Und du? Hammer. Ich bin Türke. Okay. Okay, das war jetzt kurz.
sogar die Fledermaus. Also, die war auch so richtig scharf auf die Sharon und wollte sie mal anspringen. Hi. Ich bin der Mo. Ich bin Sharon. Ich würde dich einmal hier... Mua. Hallo. Sehr schön. Dann ist das Eis schon gebrochen. Wie geht's? Sharon. Gut. Sharon, nimm dir gerne was zu trinken. Herzlichen Dank. Und bis später, gell? Bis dann. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war der Mo. Komm, wir brechen das Eis erstmal. Voll niedlich irgendwie, ne? Total so distanziert und mit Abstand zu genießen. Auch niedlich irgendwie, ne? Seine Art. Es ist was ganz was Neues. Entschuldige. Sorry. Aber real, warum nicht? Tut mir leid, ihr Lieben, der Käfer hat's gemacht. Sorry. Ja, der hat so eine Phobie, glaube ich, habe ich das Gefühl. Also, die ganzen Fliegen, du bist in Thailand, mein Lieber. Da kannst du dich einsprayen, wie du möchtest, mit Insektenspray. Die werden nicht befallen, die Fliegen. Und ich glaube, der hat so eine Insektenphobie. Kann das sein, der Mo? Jetzt geht aber richtig die Pumpe. Oh mein Gott. Ich habe leider nicht mehr so gute Augen. Ich kann nur das Kleine sehen. Die sieht aus wie ein Topmodel, ne? Jetzt mal wirklich. Kannst du die nicht richtig sehen gerade? Nein, leider nicht. Oh, es tut mir so leid. Der Steffen, der kann sie nicht so richtig sehen. Die Glotzgucken funktionieren wahrscheinlich gar nicht. Aber er sieht wahrscheinlich nur so eine Umrandung vom Kleid so, dass es gelb ist. Und das muss sie erstmal beschreiben. Aber ja, ist man dann richtig in dem Format? Ich weiß es nicht. Also erst wenn er wahrscheinlich in der Nähe ist von der Sharon, kann er sie so richtig sehen. Aber irgendwie auch niedlich, oder? Wie heißt du denn? Hallo. Oh. Ich bin der Steffen, hi. Hallo Steffen, ich bin Sharon. Du bist Sharon? Ja. Okay. Als allererstes gebe ich dir mein kleines Präsent mit. Danke. Steffen. Oh nein. Ja, damit du das gut merken kannst. Ich habe gedacht, ich gebe dir gleich mal so eine kleine Gedankenstütze mit. Mhm. Oh, der Steffen hat ein Elefantenteddy mitgebracht und an dem Fuß steht irgendwie Steffen, damit sie ihn nicht vergessen solle. Also, ja... Die sind sehr erfinderisch, diesmal die Jungs. Mein Name ist Stas, ich bin 28 Jahre alt. Beruflich bin ich Zauberkünstler und Model. Wenn ich richtig verliebt bin, dann mache ich alles für die Frau. Also bin ich schon so eine kleine Pussy. Also ist ja auch interessant, ne, dass ein Mann von sich aus sagt, dass er eine Pussy ist. Auch lustig. Aber unser David Copperfield, der kann zaubern. Und der wird etwas zaubern für die Sharon. Guck mal. Hi. Danke für das Kompliment. Hallo. Ich heiße Stas. Hi. Hallo. Gut siehst du aus. Wie heißt du? Stas. Stas. Ich bin Sharon. Ich habe noch was Kleines für dich vorbereitet. Oh, okay. Und zwar, das ist so ein kleines Geschenk. Mhm. Oh, nee. Doch. Ich weiß, du bist schon süß genug, aber... Wow, das ist mal was, ne? Er hat ja einfach so ein Lolli gezaubert, wo sie dran nuckeln darf später. Oder lutschen darf. Ein gezauberten Lollipop von Sasch. Nee. Ja, Sasch, natürlich. Aber gut, der heißt das. Das ist normal, glaube ich, bei so vielen Männern. Ne? Da hat sie wahrscheinlich in dem ganzen Chaos die ganzen Namen vergessen. Das ist, glaube ich, normal. Also, ist, ja, ich wäre auch nicht anders, glaube ich. Hallo. Max. Ich bin Sharon. Kannst du Englisch? Ja, schon. Also, hoffen, ich habe einen Spruch für dich. Für dich, natürlich, was? Ja. Okay. Ich hoffe, das trifft auf dich zu. Also, das wird sich herausstellen. Stell mal vor, was hätten wir jetzt gemacht, hätte ich das nicht lesen können? Hätte ich es übersetzt, natürlich. Oh. Der Max, ne, so ein Schlawiner. Der ist Fußballer und sehr erfinderisch, ne? Also, sehr, sehr erfinderisch. Alleine schon Waiting for the Girl Like You. Also richtig, richtig niedlich, muss ich sagen. Also das überzeugt. Hi. Manuel. Freut mich. Darf ich kurz? Ja. Bitte schön. Wow, richtig schöne Frau, muss ich sagen. Sehr, sehr hübsch. Freut mich. Ich freue mich auf weitere Gespräche auf jeden Fall mit dir. Tanzt du gerne? Sehr gerne sogar. Natürlich tanzt er. Also das ist so ein richtiger Bad Boy, glaube ich. Und ich glaube, die mag Bad Boys. Hi. Dennis. Hallo. Alles gut? Na? Wie geht's dir? Ganz gut? Ja. Ich bin Sharon. Hi. Hi. Loki. Ja. Wie alt bist du? 22. Nee. Oh Gott, der ist ja noch ein Papi. Der ist 22. Was machst du hier, Junge? Suchst du schon die Liebe deines Lebens? Oh, wie niedlich. Also, wie aufgeregt der auch ist. Ne? Er muss irgendwie hyperventilieren bei der Wärme auch noch so.
Sharon, ich bin jetzt hier hingekommen, um dich kennenzulernen. Ich hoffe, der fällt uns nicht um. Na, hallo. Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Super. Ja, die sind alle so ein bisschen aufgeregt, ne? Also der ist auch richtig aufgeregt. Also die sehen alle ganz, ganz nett aus, muss ich sagen. Oh, ich freue mich, ey. Endlich. Ich bin ein Phantom, ein Mysterium. Weil ich bin Mensch, ich sehe ja alles. Auch Unerwartetes, auch wenn was hinter meinem Rücken ist, ich sehe alles. Er sieht alles, auch was hinter seinem Rücken passiert. Also mit dem ist nicht zu scherzen. Ich sag dir, er guckt in den Spiegel und weiß ganz genau, was da hinten passiert. Ja, das muss ich mir mal auch irgendwie merken. Ich spüre Aura. Wenn ich jemanden wirklich so richtig, richtig gerne möchte, dann siehst du das an meinem Blick. Ja, er hat halt irgendwelche andere Frequenzen und Energien, die um ihn herum sind. Ne? Er ist so ein bisschen unser Team Spirit. Ich bin mal gespannt, wie das so, ja, was unser Orakel so alles noch so sagen wird im Laufe der Sendung. Aber interessant. Hallo, Jürgen. Hallo. Ich bin Basti. Sharon. Sharon. Ja. Ja, cool. Ich glaube, ich habe dich auch schon mal gesehen. Du hast mich schon mal gesehen? Ja. Wo denn? Auf einer Bühne, kann das sein? Das kann sein, ja. Warst du schon mal bei uns? Ja. Du warst schon bei uns? Ja. Das ist doch toll, hat's dir gefallen? War nett. War nett? Wir haben wir gut gemacht. Das ist ja, die Welt ist klein, ne? Also sehr interessant. Der Herr ist Stripper. Und ich bin mal gespannt, so wie die sich noch weiterhin kennenlernen werden. Hallo. Hi, ich bin Tim. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Also ich brauch's nicht wie vermutlich die 19 anderen sein, aber du siehst wahnsinnig gut aus. Vielen Dank, ich höre es trotzdem gerne. Wow, also Tim ist auch ein Charmeur. Der weiß ganz genau, welche Knöpfe er bei den Frauen drücken muss, glaube ich. Jetzt gucken wir mal, wem sie die erste Rose gibt. Ich habe hier schon eine Rose. Die geht an einen Mann, mit dem ich echt viel gelacht habe. Max. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die erste Rose annimmst. Ja, die Spiele sind wahrscheinlich jetzt eröffnet, weil die erste Rose hat ja jetzt der Max ergattert, dieser Fußballer. Und das vibet irgendwie zwischen den beiden. Ja, Sharon, also freut mich in dieser Dreierrunde jetzt hier. Sorry. Excuse me. Was? Ich meine das ernst, ja? Ich glaube, der ist schon richtig betrunken und lallt nur noch die ganze Zeit. Also er hätte mal lieber zu Hause vorher üben sollen oder einfach kein Alkohol mehr trinken. Also RTL-Produktion, gibt ihm bitte kein Alkohol mehr. Wie heißt du denn? Tim. Hallo Tim, ich bin Sharon. Sharon, freut mich, aber cool. Ich habe dich irgendwo schon mal gesehen. Ja, dann wahrscheinlich im Fernsehen. Ja, aber cool. Echt krass. Ja, wir haben jetzt zwei Tims, ne? Das ist Tim Spirit. Ich hatte jetzt das Gefühl, hey, ich sage jetzt einfach Bescheid, dass ich mit ihr sprechen möchte. Und wenn sie Zeit hat, kann sie gerne dann halt auch zu mir kommen. Es ist ja auch, wir leben in 2022. Sie kann ja auch zu einem Kerl kommen. Der Stripper, der kennt es natürlich nicht anders, dass die Frauen ihm hinterherlaufen. Aber, mein Lieber, klar sind wir im 2022. Dennoch bist du in einer Show, wo du eigentlich der Sharon hinterherlaufen musst. Also, da musst du dir schon Mühe geben, mein Lieber. Ja, tatsächlich würde ich mich gerne einmal bei allen bedanken. Ich habe es, glaube ich, nicht geschafft, mit jedem zu sprechen. Aber ich werde mich jetzt zurückziehen. Okay. Mir ein bisschen meine Gedanken machen. Ja, sie zieht sich zurück und überlegt jetzt, wem sie jetzt eine Rose weiterhin geben möchte und wer weiter ist im Recall. Ich bin gespannt. Also ich habe das jetzt so gemacht, dass ich halt nicht die Leute zeige, die jetzt Rosen bekommen, sondern die, die keine Rose bekommen. Tatsächlich bin ich jetzt doch auch ein bisschen nervös. An jeden Einzelnen danke, dass ihr hier seid. Leider muss ich mir natürlich auch meine Gedanken machen. Eine Rose habe ich heute bereits vergeben, und zwar die erste Rose. Ja, der Max, der Fußballspieler, hat die erste Rose bekommen. Und seht ihr, wie die am Bammeln sind? Also auch die Bad Boys, ne? Ich finde das sehr interessant. Mal gucken, wer nicht die Rose bekommen hat. Von den anderen Boys würde ich mich gern verabschieden, wenn ich denn darf.
Herzlichen Dank. Danke, dass du da warst. Eine tolle Zeit. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und eine tolle Reise. Dankeschön. Gerne. Jetzt zu danken. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Danke. Danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Viel Spaß noch. Soll nicht so sein, dann ist auch voll okay. Danke dir. Danke, dass du da warst. Viel Spaß noch. Ja, da sind wir auch am Ende meiner Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Mo, der überhöfliche Mo, der hat keine Rose bekommen. Der Dennis, der 22-Jährige, kann ich mir auch vorstellen. Und den anderen, den Namen weiß ich jetzt nicht so. Also, weiß ich nicht. Also, fällt mir jetzt nicht ein. Aber wie gesagt, drei sind schon mal rausgeflogen. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Wie findet ihr die neue Bachelorette? Ist sie nicht toll? Sie ist ein Sonnenschein. Ich finde die super geil, super toll, super hübsch. Mir fällt da einfach nichts mehr ein. Ja, falls natürlich noch im Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben und natürlich Kommentare. Und falls natürlich die ganze Folge streamen möchtest, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com und da kannst du auch die ganze Folge streamen. Du kannst mir auch natürlich über Insta folgen. Unter meiner Beschreibung findest du auch noch einen Link. Und das war's auch, meine Lieben. Muah.